Cyril Ramaphosa, Kronprinz mit befleckter weißer Weste. Stand 17.12.2017, 15.44 Uhr Seitenanfang. Vizepräsident Cyril Ramaphosa gilt als Kämpfer. Wegen seines Verhandlungsgeschicks wollte Mandela ihn zu seinem Nachfolger machen. Heute ist er Vizepräsident und verspricht, gegen Korruption zu kämpfen, aber er ist Teil des Systems. Von Jan-Philipp Schlüter, ARD-Studio Johannesburg. Sollten wir angesichts von Korruption und Vetternwirtschaft stillhalten, fragte Vizepräsident Cyril Ramaphosa sein Publikum rhetorisch bei einem seiner Wahlkampfauftritte. Nein. Das dürfen wir nicht. Und ich werde nie schweigen. Unser Haus brennt. Schluss mit der Korruption im ANC und im Staat, das ist Ramaphosas zentrale Botschaft. Der 65-Jährige war seit seiner Studentenzeit ein engagierter Kämpfer gegen die Apartheid. Deshalb musste er mehrmals Gefängnisstrafen verbüßen. Er war ein hochrangiger Gewerkschafter und begründete den mächtigen südafrikanischen Gewerkschaftsbund COSATU mit. Architekt der Verfassung nach dem Ende der Apartheid war er der Chefunterhändler des ANC. Bei den Verhandlungen zur neuen Verfassung Südafrikas habe er sein Meisterstück abgeliefert, sagt der Journalist Reinhard Ley, der gerade ein Buch über Ramaphosa veröffentlicht hat. Er ist der Architekt wesentlicher Teile dieser wunderbar fortschrittlichen Verfassung. Die Tatsache, dass wir diesen umfassenden Katalog an Grundrechten haben, haben wir größtenteils seiner Kunstfertigkeit zu verdanken, erläutert er. Ramaphosa gilt als versierter Verhandlungsführer und Stratege. Das fiel in den 1990er Jahren auch Nelson Mandela auf, der ihn daraufhin zu seinem Nachfolger machen wollte. Aber der ANC widersetzte sich Mandelas Wunsch und kürte stattdessen Thabo Mbeki zum neuen Parteivorsitzenden. Vizepräsident Cyril Ramaphosa hat sich mittlerweile deutlich von Präsident Jacob Zuma distanziert. Als Aufsichtsrat beging er schweren Fehler. Tief gekränkt verließ Ramaphosa die Politik und wurde Unternehmer. Mit einem geschätzten Vermögen von 500 Millionen Euro ist er heute einer der reichsten Männer Südafrikas. Als Aufsichtsrat des Platinkonzerns Lonmin beging Ramaphosa den wohl schwersten Fehler seiner Laufbahn, sagt sein Biograf Reinhard Ley. Als ehemaliger Chef der Bergarbeitergewerkschaft und Aufsichtsrat von Lonmin sei er in der einmaligen Position gewesen, die Geschehnisse nach dem Streik in der Platinmine Marikana zu beeinflussen. Jedoch, so Hart Ley, habe er zu lange gezögert, bis er eingriff. Er hat nicht die Ärmel hochgekrempelt und sich an Verhandlungen beteiligt, die die Krise friedlich hätten lösen können. Das wird ihn noch lange verfolgen. Proteste von Lonmin-Arbeitern arteten in das Massaker von Marikana aus, bei dem 34 Bergleute im Kugelhagel der Polizei starben. Seit Jahren Teil der Zuma-Regierung vor 5 Jahren erfolgte das politische Comeback Ramaphosas. Als Teil des Teams von Präsident Jacob Zuma wurde er zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Wenig später wurde er Vizepräsident Südafrikas. In seiner Kampagne präsentiert er sich jetzt als der Retter der Seele des ANC, der mit Korruption und Vetternwirtschaft aufräumen will. Allerdings